So, hallo und herzlich willkommen. Heute eine Folge Star Wars Battlefront zur Abwechslung mal. Das ist ja heute die Open Beta. Könnt ihr euch kostenlos runterladen auf Origins. Also einfach Origins installieren, wenn ihr das noch nicht habt. Und dann könnt ihr das kostenlos preloaden und spielen. Ich werde jetzt hier mal eine Mission spielen. Survival. Genau, das habe ich vorher schon mal kurz getestet. Ist noch alles. Ich habe auch gerade schon ein bisschen online gezockt mit meinem Cousin. Und ist halt noch alles relativ unübersichtlich und ja, hat hier und da, ich habe ein bisschen Probleme oder ich weiß nicht, ob ich es falsch mache, aber so mit, wenn man als Team zusammen spielt, ist es irgendwie, weiß nicht, man kann nicht wirklich beieinander einsteigen. Wir sind jetzt hier not my best landing, sind wir abgestürzt oder was? Okay, es gibt es jetzt mal. Wir müssen jetzt quasi hier so Wellen überleben, das ist Singleplayer. Und irgendwie so Collectibles einsammeln. Wir haben jetzt hier quasi auf 1 so einen Raketenwerfer. Das sind so quasi die Perks oder wie man das nennt, was man einstellen kann. 2 habe ich irgendwie so einen Ionenshot, glaube ich. 3 ist so ein Jetpack. Das ist ziemlich nice. Dann habe ich noch mein Blaster. Und ich muss jetzt gerade mal schauen. Wo sind die Schlawiner? Da ist einer. Die, man kann ja nicht nachladen. Die überhitzen hier quasi die Laserwaffen. Wave one done. Okay, warte mal, wo sind diese scheiß Collectibles? Da, ach, jetzt erscheinen die erst. Okay, 33 Meter. Easy. Jetzt muss man quasi einfach nur diese Waves überleben. Online ist irgendwie so mehr oder weniger, ja, wie Battlefield, sag ich jetzt mal, blöd und einfach. Oh, jetzt will mein Fernseher gerade ausgehen. Ist natürlich perfekt hier in der Aufnahme. Oh. Und das einer so, der hält mehr aus. Leben lädt sich auch immer wieder auf, also das ist so 75 Leben, das geht dann runter und es lädt sich dann auch relativ schnell wieder auf. So, wo ist das nächste Collectable? So, mein erster Eindruck vom Spiel ist, es ist interessant. Okay, das war gerade ein bisschen ungeplant. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich weiß es noch gar nicht sicher. Ich weiß noch gar nicht sicher, was ich hier alles mache, aber es ist auf jeden Fall, ich habe jetzt Ionenschuss gemacht, das ist effektiver gegen Fahrzeuge, aber jetzt kommt natürlich noch kein Fahrzeug wahrscheinlich. Oder doch? Doch! Wo ist er? Der Schlawiner. Da ist der Pot. Wo sind jetzt die Collectables? Ich bin so, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. So. Ist natürlich jetzt auch auf einfach und alles und jetzt habe ich so einen Granatenwerfer. Ich kann es jetzt mit 2 quasi, wenn es geht. Das Witzige ist, ich kann einfach unter den drunter gehen und dann kann der mir halt nichts machen. Ist ein bisschen, ja, wie so ein Hühnchen halt. Warte, der ist über mich drüber gelaufen! Okay, ich nehme das zurück. Ich kann nichts gegen den machen. Der ist einfach über mich drüber gelaufen. Boah, meine Fresse. Ey, der ist einfach über mich drüber gelaufen. So ein Schlawiner. So, warte mal, jetzt kann ich hier hoch. Hat er jetzt wieder... Okay, das war ein kalter. Der kann doch was machen, wenn ich unter ihm bin. Okay, damit habe ich mir jetzt auch mehr Schaden selber zugefügt als dem. Aber gut. So, jetzt muss ich, glaube da drüben diesen Pot einnehmen. Also da muss ich hingehen und den aktivieren. Also wo war ich gerade stehen? Mein erster Eindruck, es ist witzig, es ist halt Star Wars. Ich bin auch ein übertriebener Star Wars Fan. Das macht es auf jeden Fall schon mal ultra interessant. Und ich muss halt jetzt auch noch mich erstmal dran gewöhnen, die Optik. Und ich habe jetzt so viel CS gezockt, das ist halt, das sind Weltenunterschiede. Da hinten ist jetzt so ein Defend-Pot, als müsste ich defenden, oder was? Und es ist auf jeden Fall nice. Ich hoffe, die machen jetzt noch was.
mit dem Teamplay-Geschichte. Das wäre auf jeden Fall ultra wichtig in meinen Augen. Weil es ist, das sind Spiele für mich. Oh ja, die stehen halt neben mir, aber ich sterbe nicht. Das ist gut, das ist halt einfach, ja. Teamplay ist halt bei so einem Spiel ultra wichtig. Wenn ich das nicht mit Kumpels zusammen im TS und einfach so zocken können, dann ist das für mich ein bisschen blöd. Deswegen hoffe ich, dass die da noch das in den Griff kriegen. So, Wave 4. Dann da drüben ist einer. Müssen wir einsammeln. Denn einmal bin ich gestorben. Aber die Grafik und alles sieht halt richtig nice aus. Richtig geil. Auch so im Hintergrund, wenn man das sieht, wie die sich bekämpfen. Das ist richtig, richtig, richtig nice. Und so die Waffen und so, man schaltet, kriegt dann Punkte quasi am Rundenende. Und kann dann im Rang absteigen. Dann kann man sich diese Perks, was ich hier unten rechts unten habe, kann man sich dann freischalten. Und kann man mit Level-Freischaltungen kann man quasi dann neue Waffen freischalten. Im Prinzip ja, wie halt Battlefield oder halt irgendwie jedes andere Spiel, das so aufgebaut ist. Und ja, man kann auch dann auf den Spielen, wenn ihr Bock habt, lade ich da auch noch ein Video auf. Mit so einmal online, wo man dann zum Beispiel auch mit so AT-ATs und X-Wings und so rumfliegen kann. Die liegen dann rum quasi. Kann man auf, in der Map aufsammeln und hat man dann hier als 4, zum Beispiel habe ich jetzt ein Schild. Das kann ich jetzt hier aufsetzen. Und dann gibt es hier so ein Schild. Also mit 4 kriegt man immer so diese Items, was man auf der Karte einsammelt. Oh, das kann ich jetzt hier gleich ausnutzen. Aber ich kann ja auch nicht rausschießen, so wie es aussieht. Hat ein mieses Schild oder was? Warum haben die Schilde? Ach, Penner. Ich gucke jetzt mal, ob das nochmal so ein Schild ist oder ob das vielleicht was anderes ist, aber ich glaube, das ist nochmal so ein Schild. Naja. Enemies eine. Wo ist der Schlawiner hier denn mit dem Schild? Da. Okay, das war's. Drüben ist noch so ein Collectable. Das werde ich jetzt noch einsammeln. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kommt wieder so ein AT-AT. Wow, shit. Bin ich da runtergeflogen. Claim the pot. Brauche ich das? Ne, das ist die letzte Wave. Jetzt sammeln wir mal das noch ein. So. Ah, jetzt kommt der AT-AT. Jetzt kann ich hier mit 2 quasi meine Waffe auf Ionenschüsse oder irgendwie so upgraden. Dann wird es so blau. Und dann mache ich dem mehr Schaden. Wow, plus normale Gegner. Nice. Wo ist der AT-AT? Oh, hallo. Kollege, was geht ab? Nein, Mann. Ach, fick dich. Ich hab's... Ey, Mann, scheiße. Tritt er wieder auf mich drauf, Mann. Spend the life, yeah. Ich... Spend the life. Ich will das jetzt nur kurz fertig machen. Jo, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr so von dem Spiel bisher haltet. Würde mich mal interessieren. Gebt den Daumen hoch, wenn ihr noch mehrere sehen wollt. Also mehrere Videos, wie ich jetzt vielleicht auch online spiele. Ich werde es auch nochmal streamen. Ich habe es beziehungsweise vorher schon einmal gestreamt. Und ja, ich bin mal gespannt. Den AT-AT kriegen wir jetzt down. Komm, 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 komm. Nice. Hier drüben. Voll daneben geschossen. Die ist ein bisschen stabiler irgendwie. So, ein Enemy noch. Dann haben wir es geschafft. Jo, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet.
ob euch das Spiel gefällt oder ob ihr euch sagt, keine Ahnung, ist jetzt auch nur so ein anderes Spiel. Ich meine, als Star Wars Fan ist es halt einfach eh ein Must-Have, aber ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Ich feiere es bis jetzt, ich bin mal gespannt, was noch gemacht wird, beziehungsweise was mir halt echt wichtig ist, ist diese Teamgeschichte. Aber gut. Jo, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.